Aline Graf nicht mit. Vorteil also für Fallon Sherrock, die beginnen darf. Fängt erstmal dezent an mit 45. Fallon Sherrock, Aline Graf gleich mit den ersten beiden in der 60. Und da wollte sie ein bisschen viel, nämlich den dritten auch noch reinsetzt, den verzieht sie her. Ja, und alle wundern sich, wo ist das? Ja, Glenn Durrant war halt nicht da, hat ihr gar nicht gemeldet. 41. Wow, legt die los, 121, 140. Nach 6 Starts, Fallon Sherrock schon deutlich abgehängt, da ist ihr erster Dreifacher. 100. Der Modus hier derselbe wie eben bei den Halbfinals der Herren. 5 Legs maximal pro Satz, also 3 muss man gewinnen, dann hat man einen Satz eingetütet. Und wer sich 2 Sätze holt, darf sich Top Agent Champion nennen. Zweimal war das Anastasia Dobrovislova. Also so gesehen gehen alle Titel bisher Richtung Russland, wobei ja Irina Armstrong längst in Deutschland lebt, mit einem Engländer verheiratet ist und für den deutschen Dartverband spielt. Die gewann 2012, vor ihr und nach ihr 2011 und 2013 jeweils Anastasia Dobromyslova, ebenfalls gebürtige Russin, aber auch sie mit einem Engländer verheiratet, lebt in England. Und Aline Graf hätte es hier fast in 16, 17 Darts geschafft. 82. Fallon Sherrock runter auf 88. Aline Graf aber ist schon fertig mit der Doppel 5. Gleich am Break zum Auftakt. Oh, dreifach 9 der letzte, das war Pech. Und das war bislang der schwächste Durchgang von Aline Graf. Nur 28. Aber der ist in der einfachen 20, der ist drin in der 60. Und der dritte auch. Tja, 180 haben wir noch keine gesehen in diesem Duell. Aline Graf wieder runter auf den 19ern. Aber auch da nichts Dreifaches dabei. Und so Fallon Sherrock jetzt mit rund 60 Vorsprung. Der rutscht rüber in die dreifache 7. Da sind wieder 260er von De Graaf, die damit als erste im zweistelligen Bereich ankommt. Ja, schade. Die 25 war gut, dann hätten 60 kommen müssen für Doppel 20. De Graaf landet in der einfachen 19, 76 Rest, 56 und damit ist sie runter auf Doppel 20. Wenn Fallon Sherrock sie doch mal ranlässt, na, die macht gleich die Doppel 20, bisschen verfrüht. Jetzt also Doppel 10.
Jetzt bräuchte sie Doppel 5. Die trifft sie nicht. Doppel zum falschen Zeitpunkt. Oh, und der Graf landet in der 1. Muss erstmal wieder sich eine gerade Zahl hinstellen. 7 für Doppel 16. Und auch sie verpasst. Doppel 2. Der Fallen Sheriff, der setzt. Also beide Finals im belgischen Hand in Ostflandern sind englisch-niederländische Duelle. Scott Mitchell gegen Joppe Barkens gleich bei den Männern. Und hier Fallon Sherrock und Ivy de Graaf mit jeweils einem gewonnenen Leg. Jeweils ein Break gegen die Darts. Und Fallon Sherrock kann ihrer 100 nur 41 folgen lassen. Glatte 100 bei Fallon Sherrock, aber auch Ivy de Graaf schon wieder drin in der 60 im Gleichschritt. Und wieder rutscht sie die dreifach 7 rüber. Aber immerhin auch 21 Punkte. Und die dreifach 18. 134 Rest für Ivy de Graaf. Wie weit kommt Fallon Sherrock? Runter auf 75. Kein Finish für die Graaf nach der 5. 82. So, glatte 75. Und sie trifft die dreifach 17. Doppel 12. Doppel 6. 62. Zweimal ganz eng am Draht. Ich glaube, nach der Doppel 12 war sie sogar fast der Meinung, der war drin. Wollte schon nach vorne. Doppel 16. De Graaf nutzt das zum erneuten Break. Also bislang hat immer diejenige, die das Leck begonnen hat, es dann auch verloren. 16. Und Fallon Sherrock mit starken 140. Einmal round the board, de Graaf, aber vergleichsweise erfolglos. 16. Fünffache 19 von Ivy de Graaf, aber im Moment hat Fallon Sherrock hier klar die Nase vorn. Runde 100 Punkte vorne nach 12 Darts. Auch Ivy de Graaf ist da von dem einen Scheinwerfer ein bisschen irritiert. 33. Auch sie beschweren sich da ein bisschen über das Licht. Rachel Brooks hatte das ja auch schon bemängelt, dass dieser Scheinwerfer da ein bisschen unglücklich angebracht ist. Aber es geht doch mit der 60. Und auch bei
Benny der Graf, geht's doch mit den 60ern. Ey. So, Doppel 18 für Fallon Sherrock. Die verpasst sie. Der Graf bekommt noch mal die Chance, hier den Satz schon zu beenden. Aber eine 3 ist da ein bisschen wenig für, eine 1 erst recht. 21, 5, 1, 6. So, nochmal die Möglichkeit zum erneuten Break für Fallon Sherrock. Jetzt die Doppel 9. Und die trifft sie. 2-2. 4 Legs, 4-mal gegen die Darts. Das heißt, rein statistisch ist Aileen de Graaf die Favoritin, den Satz hier zu gewinnen. Denn Fallon Sherrock beginnt das fünfte Leg. 16. Ja, da haben wir mal den Nachwuchs gesehen von Aileen de Graaf, nebst Papa. 16. Also quasi zwischen zwei Turnieren zur Welt gebracht. Nicht ganz so, aber das war schon erstaunlich, wie schnell Aileen de Graaf danach wieder am Hockey stand und Top-Leistungen brachte. 93. 84. Ja, de Graaf ist als Erste auf einem Finish. Hat also hier gute Chancen zum Break. Und wenn Fallon Sherrock nicht dreifach trifft, wollte gerade sagen, ja, dann sieht es düster aus, aber sie trifft den letzten in die 60. Und Aileen de Graaf kommt nur runter auf 100. 93, jetzt Doppel 18 für Fallon Sherrock zum Satzgewinn. 57. Ja, man sieht es eher förmlich an, wie hoch ihr Puls ist, Fallon Sherrock. Und de Graaf, der Erste, bin die 60, bang, bang. 60-40, 1-0 in den Sätzen. Oh, oh.